Festival scheißen ist da wieder. Da jetzt wird Mucke gemacht. Ausgeforscht und abgehört mit dem Wissen der Regierung, also hier die NSA und der BND, die arbeiten hinter den Kulissen in schönster Eintracht zusammen und forschen uns Bürger aus, das wird alles aufgezeichnet. Ja, und die Merkel, die wusste offiziell mal wieder von gar nichts, kennt ihr ja, aber ich glaube selbst damals, als sie sich so aufgeregt haben mit dem Kanzlerinnen-Handy, dass das abgehört war, das war auch irgendwie ein Ablenkungsmanöver. Also die hat es mal vorgeschoben, damit dann Ruhe war damals in der ersten Affäre. Naja, die verscheißern uns von vorne bis hinten, die Reichstagsdeppen da. Unglaublich. Regierungsvertreter, wenn sie einen Amtseid ablegen, auch unsere Kanzlerin vor allen Dingen, die schwören, dass sie vom deutschen Volke, und das seid auch ihr da, also ihr seid ja die Wähler, ihr seid das deutsche Volk, dass sie Schaden vom deutschen Volke abwenden wollen. Ja, und was passiert jetzt? Systematische Überwachung, totale Kontrolle. Die Amis spionieren da munter deutsche Firmen aus. Das ist Industriespionage, das geht alles eins zu eins dann der amerikanischen Wirtschaft so gut. Also ich verstehe das nicht, dass die Leute da so ruhig bleiben. Also normalerweise müssten die auf die Barrikaden gehen, aber es ist kein Staat zu machen mit dem Volk. Die sind so gleichgültig. Das ist unglaublich. Egal, die geht so am Arsch vorbei. Und die gucken dann weiter in ihre Smartphones und RTL 2 sendet. Und solange die ganze Scheiße weitergeht und die ihr Bausparhäuschen abzahlen, ist die Welt für die in Ordnung. Also, wie gesagt, nur 18% interessieren sich überhaupt für die Affäre oder finden, dass das eine Affäre ist. Das ist total bescheuert. Genauso wie bei dem scheiß TTIP. Das geht den Leuten auch am Arsch vorbei. Haben zwar ein paar gegen unterschrieben jetzt, aber hat keine Konsequenzen. Das winken sie auch so durch, echt. Also, man könnte so den Hass ausatmen, echt. Also, die Leute sind so doof, so, die haben es auch fast nicht besser verdient, als hier so beschissen zu werden von denen da oben. Also, ich weiß nicht, mit den Leuten ist echt kein Staat zu machen. Revolution sieht anders aus. Leute, ich bin raus, ey. Der BND hat uns gelegt.
Ende.